Über Außen und Halbzeit schon? Die Halbzeit. Keine Verlängerung, also keine Nachspielzeit. 2:0 für Team Acer hier heute bei der Acer Pro Series Season Winter. Unser erstes in der Friday Night Game hier auf der Gamescom. Schön, dass ihr hier seid. Und es geht natürlich in wenigen Sekunden weiter mit der zweiten Halbzeit. Ja, es sieht momentan danach aus, als ob ihr ein drittes Spiel herausfordern könnt. Momentan sieht es danach aus. Also ja, ich bin jetzt gerade zufrieden der Spielweise. Die Gesichter von Media Makers gerade trotzdem weiter ruhig und konzentriert. Auch das schön anzusehen, wenn man über die Jahre sieht, wie sich die Spieler entwickeln. Also, Der Freistoßtreffer ist mit dabei. Ja, und damit der Anschlusstreffer. Dadurch, ja, das wühlt das ganze Spiel jetzt wieder auf. Jedes Tor jetzt entscheidend, führt zum Ausgleich. Ja, was ich eben meinte, ja, dass sich die Spieler über die Jahre entwickeln, wenn man sie anfängt jünger kennenlernt, emotionaler kennenlernt und wie sie jetzt auf einen Rückstand reagieren, dass sie weiter ruhig und gefasst spielen, etwas älter und abgeklärter sind. Hallo Ära. Ja, zum Beispiel. Auf jeden Fall schön, diese Entwicklung anzusehen. Also, Anschlusstreffer ist passiert. 2:1 noch für das Team Acer. Ja, spielen jetzt weiter. Ja, schön aggressiv nach vorne. Jetzt wieder die Flanke. Ah, kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Ja, und jetzt eventuell diese offensive Spielweise könnte jetzt einen Konter eingeleitet haben. Schönes Ding. Versucht hier ran vorbeizukommen im 1 gegen 1. Aber bringt den Ball noch unter Kontrolle. Sehr gut rausgespielt. Lässt jetzt den langen Spieler laufen. Macht auch die lange Flanke nach unten. Jetzt könnte wieder eine Flanke kommen, aber abgeblockt. Das ist der Einwurf für uns. Sehen jetzt, seid ihr gerade wieder im Vormarsch hier schön am 16-Meter-Raum. Schönes Flanke, Ding in die Mitte. Und da gibt's den Kopf. Leider rüber geköpft. Eieiei, aber es war eine gute Kombination. Ja. War schon wieder sauknapp. Alles richtig gemacht. Den Kopfball in dem Moment kann man leider fast nicht beeinflussen. Das ist dieses, dass in FIFA eben sehr viele Zufallsvariablen drin sind. Womit man einfach leben muss. Jetzt Media Makers wieder auf dem Vormarsch. Ah, ja, aber der Fehlpass war mit dabei. Der Laufweg gerade von ihm war nicht so ideal, um den Ball zu bekommen. Jetzt sehen wir mal gerade Team Acer wirklich jetzt über die Außen unterwegs. Komm, jetzt gibt es einen Einwurf. Einwurf allerdings in Richtung. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Media Makers spielt jetzt ruhig hinten rum. Ja, die haben die Ruhe weg. Die wissen ganz genau, es ist noch genügend Zeit da, ein 2:2. Richtig, sie wissen, dass sie jetzt kein Risiko eingehen sollten, das 3:1 zu provozieren, indem sie vielleicht jetzt unbedingt das 2:2 wollen und dadurch einen Fehler machen in der Verteidigung. Dadurch bleibt es weiter ein Abtasten. Jetzt der Ball kommt direkt in Lauf, sehr schön. Und Kai eigentlich sehr zuverlässig vom Tor, aber jetzt gerade hätte er vielleicht nach außen ziehen sollen, dann reinschieben, hätte das 3:1 sein müssen fast schon. Müssen. Also, das könnte jetzt eventuell eine Situation gewesen sein, die das Spiel eine spielentscheidende Situation auf jeden Fall könnte einer gewesen sein. Aber wieder schön nach vorne gespielt, kann den Ball aber nicht unter Kontrolle bringen. Zurück zum Torwart, jetzt sucht er die Anspielstation, geht nach außen. Jetzt werden sie wieder Ruhe reinbringen wollen. Auf keinen Fall den Fehlpass riskieren. Langes Ding. Da war der Fehlpass. Aber kriegt den Ball zurück. Jetzt sind wir die Außen wieder unterwegs. Gibt jetzt noch haben mal sie weiter. Hinten, jetzt haben sie hinten einige Lücken. Oh, was für ein grober Schützer hier. Drastischer Verteidigungsfehler. Das und alle Möglichkeit, aber auch hier etwas Glück. Jetzt haben beide einmal Glück gehabt. Weiter 2:1. Ja, wird spannend für die letzten Minuten. Okay, jetzt gibt es hier wieder den Vormarsch. Aber auch den Ball kann das Ball nach vorne unter Kontrolle zu bringen versucht. Etwas riskant, aber kann sich auszahlen. Jetzt ist oben dafür die Lücke frei. Nutzt er nicht aus. Jetzt nutzt er sie. Weitergespielt. Wieder eine gefährliche Situation. Jetzt geht es eigentlich konterbewegt die ganze Zeit hin und her. Das heißt, auf beiden Seiten ist ein Tor gut möglich. Oh, das wird wieder gefährlich, aber mittlerweile steht die Verteidigung einfach echt gut. 70. Minute inzwischen. Wir werden, ich gehe davon stark aus, dass wir auf jeden Fall noch ein Tor sehen werden, so wie das Spiel sich im Moment entwickelt. Frage ist bei wem. Jetzt gibt es hier von außen vielleicht nochmal eine Flanke. Ja. Geht hier ein bisschen versucht reinzulaufen. Sie haben sich für die manuellen Flanken entschieden. Sie können
vom 16er versuchen, den Ball diagonal direkt reinzuflanken. Ansonsten müssen sie halt anpfosten. Oh nein, da ist er drin. 2:2. Das 2:2. Es wird nochmal richtig spannend hier heute in unserem ESL Pro Series Spiel. FIFA hier mit am Start. Team Acer gegen Team Videomakers. Jetzt könnten die Nerven aber auch langsam mal blank liegen, oder? Ja, also auch hier hoffe ich, jetzt, wenn jetzt vielleicht die Hände leicht anfangen zu zittern, dass man das in Konzentration umwandelt. 2:2, noch 10 Minuten zu spielen. Jetzt beginnt die Phase, wo man mental halt sehr stark sein muss. Schön gespielt. Oder ganz enge Kiste. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich hätten sie es vielleicht sein. Verdient gehabt. Jetzt schöner, auf jeden Fall einige Großchancen jetzt vergeben auch. Jetzt werdet ihr weiter wahrscheinlich 2:2. Hinten ein bisschen offener sein und vorne wahrscheinlich. Eventuell beide Teams. Das heißt, Meteormakers muss es nicht. Sie können ins dritte Spiel gehen. Sie können mehr auf Sicherheit spielen. Jetzt sehen wir es über die Außen wieder. Er ist jetzt im 16er. Da gibt es das Ding. Nein, da ist das 3:3. Das 3:2 hier vom Team Meteormakers. Die Jungs so lange 0:2 hinten gelegen. Und jetzt holen sie hier. Ich weiß gar nicht, in welcher Minute, aber über der 80. glaube ich, das 3:2 in der 81. Minute. Das ist natürlich für die Moral auch gerade nicht gerade gut, ja, oder? Ja, ist jetzt ein unglücklicher Spielverlauf auf jeden Fall. 2:0 Führung abgegeben, 3:2 jetzt in den Schlussminuten. Einige Großchancen vergeben, aber jetzt werden sie nochmal alles nach vorne werfen. Also eventuell ist da noch was drin. Wir haben noch ein paar Minuten zu spielen. Die Jungs haben sich so gut am Anfang geschlagen. Man hat das Gefühl, dass sie jetzt ein bisschen nachgelassen haben, beziehungsweise das Team. Ja. Meteormakers, das ist das, was ich mit dem nach vorne schmeißen meine. Jetzt in der Abwehr sehr offensiv. Der ist noch nicht so gefährlich. Jetzt könnte es eventuell. Hätte das 4:2 passieren können. Stattdessen jetzt nochmal der Angriff. Schön weitergeleitet. Und jetzt gibt es hier den schnellen Konter. Kann er da? Oh, durchformeln wird wahrscheinlich nicht gehen. Jetzt. Ja, jetzt die Linie lang, dort ist man meistens Zeit, sicherer. Ja, die Zeit rennt gegen euch. Ja, und die offensive Spielweise Tor, führt jetzt aber der Keeper hält. Zu mehr Chancen alleine frei vom Tor. Ah, direkt ein Fehlpass, das darf natürlich nicht sein. Da gibt es den kurzen Ball, er ist nicht durch. Ganz, ganz enge Geschichte, jetzt gibt es hier eventuell nochmal einen Konter, kann er den Ball nochmal zurückholen. Da hat er ihn, jetzt sind sie ungefähr in der Mittellinie. Oh, das war Vorteil. Jetzt auch schöner Pass, richtig schöner Pass. Etwas spät angenommen. Das wäre nochmal die Chance gewesen. Jetzt schon bereits in der Nachspielzeit, wird er wahrscheinlich gleich abpfeifen. Meteormakers spielt plus sicher über Minuten. Außen. Und jetzt ist nur noch einer hinten. Es ist eine 3 gegen 4 ein Situation Spieler gleich. Hinten. Na, 3 gegen 3. Und da ist das 4:2. Großer Applaus für das Team Meteormakers, die das Ganze hier auch noch sicher machen. Kurz vor Schluss. Und es ist tatsächlich die letzte Sekunde, die hier läuft. Es sollte es den Abpfiff geben. Es ist vorbei. 2:0 nach Maps. Hier für das Team Meteormakers. Großen Applaus nochmal für Salza und natürlich für Era, die das Ganze hier mit nach Hause genommen haben. Joshua, ich danke dir. Ich danke deinem Team, denn das zweite Spiel war wirklich extrem spannend. Ich habe es gerade ganz kurz angesprochen. Da gab es diese eine Schlüsselsituation, wie das 3:2 ja, hätte holen ja, können. Ich glaube, da war der ganze Haken schon dran. Da hättet ihr das Ganze sicher machen können. Ja, in FIFA gibt es immer wieder Schlüsselsituationen, die man einfach nutzen sollte, wenn man gewinnen will. Mit dem zweiten Spiel bin ich den Umständen entsprechend zufrieden. Auch wenn es vielleicht unglücklich verlaufen ist dann zum Schluss. Trotz allem, Meteormakers hat sich das absolut hoch verdient. Perfekt aufeinander eingespielt, wirklich hart dafür trainiert, sich so stark zu präsentieren in dem Modus. Und wunderbar, Glückwunsch. Auf jeden Fall natürlich auch von unserer Seite hier, von meiner Seite. Super Spiel, dass wir hier gerade auf jeden Fall, auch gerade die zweite Partie, die wir gesehen haben. Joshua, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Es war super, es hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass wir noch mehr FIFA-Action sehen werden hier in der laufenden Saison. Ich meine, wir haben gerade erst angefangen und da gibt es noch so viel zu sehen. Ich wünsche dir und vor allen Dingen eurem Team natürlich noch viel Spaß auf der Gamescom. Ich hoffe, die Jungs werden euch nochmal sehen in Halle 10. Ich nenne ihn übrigens den Keller. Ich hoffe, da gibt es auf jeden Fall noch mal ein bisschen was von euch zu sehen. Also schaut einfach mal vorbei, Halle 10. Natürlich auch das WCG-Turnier im One-on-One-Bereich. Ja, da werdet ihr euch auch nicht besser schlagen. Morgen und Sonntag steht es dann an. Viel Glück wünsche ich euch auf jeden Fall. Danke. Danke, dass du da warst. Danke. Viel Spaß noch. Are you ready?
Und wir haben hier natürlich die beiden Teams nochmal ganz kurz im Bilde. Ach Mann, das lief ja, Dieter, nicht so ganz rund, wie ihr euch das vielleicht vorgestellt habt. Zumindest in der ersten Partie. Ich meine, da hast du ja selber noch nicht so ganz viele Anteile gehabt. Erzähl doch mal aus eurer Sicht, aus deiner Sicht, wie verliefen die beiden Spiele? Ja, also das erste Spiel, da muss man einfach sagen, da war der Gegner besser. Torni und Poldi spielen seit kurzem erst zusammen und dass da noch nicht so viel geht, ist klar. Aber man konnte ja mal probieren, wir haben nichts zu verlieren. Im zweiten, David und ich spielen schon was länger zusammen, zwar nicht so viel, aber wir kommen gut miteinander klar. Haben auch gut angefangen, sehr defensiv gestanden, vorne die Chancen genutzt gegen 2-0 in Führung. Und hätten dann das 3 oder sogar das 4-0 machen können, hatten aber die Chancen nicht genutzt. Und ein doofes Gegentor, eine Ecke und ein Freistoß, da kann man nichts machen. Ich habe zwischenzeitlich stand es 2-2, da hattet ihr eine Chance, die war eigentlich auch hundertprozentig zum 3-2. Da habe ich noch zum Joshua gesagt, das war die Schlüsselsituation in dem Spiel. Hätten sie das Tor geschossen, was hundertprozentig war, dann hättet ihr gewonnen. Wie siehst du das? Ja, ob wir gewonnen hätten, kann ich nicht sagen, aber das war die spielentscheidende Situation, den muss ich machen und das geht auf meine Kappe. Für euch geht es natürlich noch weiter, die 1-on-1-Turniere warten auf euch. Wie fit seid ihr? Seid ihr guten Gewissens morgen mit dabei bei der WCG? Also 1-on-1 sind wir sehr viel fitter als im Turntour. Wir haben uns nur auf 1-on-1 konzentriert und ich glaube, da haben wir auch definitiv mehr Chancen. Ich wünsche euch natürlich allen viel Glück, viel Spaß. Ich hoffe, dass wir schöne Spiele morgen auf der WCG sehen und bedanke mich natürlich bei euch. Auf der anderen Seite Ehre. Bitte nochmal großen Applaus für das Gewinnerteam hier. Die Dinge erinnern mich ein bisschen an Bubu Seelers. Alle klappen damit so ein bisschen. Ja, Gratulation natürlich. Ihr seid das eingespielte Turn-2-Team und man hat es auch gemerkt, gerade in Partie Nummer 1, da lag ja, also Poldi, ich kann einfach nur sagen, das sah sehr eindeutig aus, ehrlich gesagt. Ihr habt so gut harmoniert, ihr habt so viele schöne Doppelpässe gespielt, kurze Pässe, bis in den Fünfer rein und dann reingehauen, egal von wo, auch über die Außen. Das macht doch schon noch ein anderes Level, oder? Es fühlte sich sehr einfach an, oder? Ja, das sieht einfach aus, aber dahinter steckt sau viel Training. Also wir spielen jetzt schon seit Januar zusammen und trainieren jeden Tag dafür. Also das kann man auf jeden Fall nicht in ein, zwei Wochen spielen so. Und dann kann das halt so einfach aussehen, aber steckt sehr, sehr viel harte Arbeit hinter. Was können wir in der laufenden Saison noch erwarten? Wer kann euch denn wirklich nochmal, sag mal, gefährlich werden? Ich weiß es nicht. Also momentan habe ich nicht so den Überblick über den Leistungsstand von den anderen Teams. Ich bin sowieso immer der Meinung, dass wir, wenn wir unser Spiel spielen, dass wir auf jeden Fall wieder gewinnen können, die EPS. Und wir denken wieder von Spiel zu Spiel, gucken, wie die Auslosungen sind in den Playoffs, was man für einen Baum bekommt. Ist natürlich auch mal ein bisschen los Glück oder los Pech. Und aber wir peilen auf jeden Fall die Titelverteidigung an. Ich freue mich schon auf alle weiteren Spiele von euch. Ich wünsche euch natürlich auch viel Glück für die World Cyber Games, für das National Final. Bitte nochmal einen ganz großen Applaus für beide Teams, Team Acer und Team Meteor Makers. Verlassen jetzt den virtuellen Bolzplatz und widmen uns dem polygonalen Asphalt quasi, denn jetzt geht's um PS, jetzt geht's ums Rennspiel Trackmania Nations Forever. Ja, und Trackmania ist eben auch zumindest in dieser Version ein Spiel, was gratis zu haben ist, und das ist etwas, was im E-Sports gar nicht so ungewöhnlich ist. Es gibt durchaus auch noch andere Beispiele, League of Legends zum Beispiel, und auch Counter-Strike ist als Mod ja durchaus gratis zu haben gewesen. Ja, aber gratis zu haben heißt längst nicht, dass man mit leeren Händen als Sieger von der Fläche geht. Wer in dieser Season den Titel bei Trackmania Nations Forever holt, der kann mit einigen tausend Euro Preisgeld rechnen. In diesem Sinne jetzt viel Spaß. Ja, so. Auf geht es, liebe Freunde. Ihr hört schon die Motoren jaulen und die beiden liefern sich hier jetzt direkt jetzt mal gleich die Schlacht. Es ist auch bereits losgegangen, also aufs Warm-up wurde hier bereits verzichtet, so wie es aussieht. Ah, das ist die Warm-up, okay. Momentan steht es hier 1-0, das heißt, die erste Runde konnte Gallo gewinnen. Das war allerdings nur das Warm-up, also nicht verwirrt sein. Die testen jetzt noch kurz die Strecke, gucken, ob die Hardware passt, ob die Tastatur ordentlich sitzt. Und ja, Gooks jetzt erstmal vorne. Ja, also wir sehen ESL Edge, das ist eine der einfachsten Maps in dem neuen Map-Pack überhaupt. Deswegen wird es auch hier extrem...